Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist, wie ich finde, wirklich ein guter Tag, weil wir ab morgen, also ab Donnerstag, dem 20.05. nicht mehr Hochinzidenzkommune sein werden. Also, was bedeutet das? Der Bund hat, wie Sie sich vielleicht erinnern, vor einiger Zeit ein Bundesgesetz erlassen und festgelegt, dass es, um gleich mal die wichtigste Veränderung zu nennen, Ausgangsbeschränkungen gibt, wenn man einen Inzidenzwert über 100 hat, und parallel dazu festgelegt, wie man dann aus dieser Inzidenz wieder rauskommt. Da braucht man 5 Werktage ununterbrochen unter 100, und die sind bei uns seit dem 12. Mai. Also da haben wir angefangen, da waren wir knapp drunter, und wir sind erfreulicherweise kontinuierlich weiter runtergegangen bis heute. Also dieses Video machen wir am Mittwoch, dem 19. Und heute hatten wir einen Inzidenzwert von 51. Das heißt, wir sind auch deutlich weg von den 100, was ja auch ein wichtiger Punkt ist. Damit werden wir ab morgen keine Ausgangsbeschränkungen mehr haben. Also ab morgen 0 Uhr ist die Ausgangsbeschränkung aufgehoben. Und ein weiterer wichtiger Bereich, der sich verändert, ist, dass Sie sich wieder zu viert plus Kindern unter 14 treffen dürfen. Also im Grunde, wenn man so will, mit 2 Paaren oder wie auch immer geartet, jedenfalls wieder ein deutliches Stück mehr Kommunikationsnormalität möglich machen. Ich persönlich fand übrigens diese Einschränkung, die da gemacht wurde, immer die weitreichendste und auch die lebensfremdeste, weil sich mit einer Person zu treffen, entweder man trifft sich meistens ja zu zweit oder zu viert oder so, das fand ich einen schwierigen Teil. Deshalb bin ich froh, dass auch der jetzt hinter uns liegt. Es gibt auch hier mal ein Hinweis, dass wir im Gesundheitsamt davon ausgehen, dass die Schnelltests schon eine deutliche Wirkung hatten, weil wir in der Zwischenphase noch mal eine kleine Erhöhung gespürt haben, aber auch feststellen konnten, dass durchaus so zwischen 25% und 30% der neuen später PCR-positiv Getesteten über den Schnelltest auch festgestellt haben, dass sie Corona haben. Und so hat also der Schnelltest bewirkt, dass sie früher im Grunde ihre eigene Infektion bemerkt haben und damit keine weiteren Menschen angesteckt haben. Also der Teil wird auch eine deutliche Normalität geben, und die nächsten Schritte sind dann natürlich Außengastronomie, und dann gibt es nochmal einen für den Fall unter 35. Wir haben sehr gute Statistiker bei uns, die glauben, dass das relativ schnell auch passieren kann. Da ist man natürlich immer sehr vorsichtig in den Einschätzungen, aber ich bin auch sehr sicher, dass sowohl Wetter als auch Impfen dazu führen wird, dass der positive Weg weitergeht und eine ganze Ecke Normalität. Ich wollte Sie noch darauf hinweisen, dass wir eine Verordnung, die wir gemacht hatten zur Mund-Nasen-Bedeckung, die noch besondere Regelungen enthielt, zum Beispiel für den Maschsee und auch für Starnberger Meer, haben jetzt auslaufen lassen. Wir hätten sie verlängern müssen, die war zeitlich befristet, das haben wir aufgrund der Inzidenzwertentwicklung nicht gemacht. Ich würde allerdings jedem übrigens ganz unabhängig von irgendwelchen Verordnungstexten raten, sich vorzunehmen, selbst vernünftig zu sein. Also sich auf sich und auf andere zu achten, auf Abstand und Hygiene zu achten und nicht darauf zu gucken, was ist eigentlich erlaubt oder nicht erlaubt, sondern zu sagen, ich bin für mein Leben und für das Leben der Menschen, mit denen ich zusammen bin, verantwortlich und verhalte mich so, dass ich sie möglichst nicht gefährde. Das geht auch gut. Und damit, glaube ich, kommen wir alle weiter, als wenn wir erwarten, und das kann nicht gelingen, dass der Staat permanent weiter Vorschrift um Vorschrift erlässt. Denn wenn Sie sich die Vorschriften heute mal angucken, und das ist schon ein echtes Problem, dann sind sie so unübersichtlich, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, sicher zu wissen, was man darf und was man nicht darf. Und da wäre es einfach sehr viel klüger, wenn die Menschen das machten, was vernünftig ist, dann müssten wir es nicht im Detail regeln. Ich hoffe, dass wir bald wieder dahin kommen, wirklich zu einem normalen Leben unter den ganz normalen Freiheitsrechten, die wir hier in unserer Verfassung gegeben haben, und dass es uns weiter gelingt, dann die Corona-Pandemie einzudämmen. Also die Zeichen sind wirklich positiv, die Krankenhäuser sind nicht in der Gefahr, überlastet zu sein. Die Infektionszahlen gehen runter, natürlich gibt es auch immer wieder neue Meldungen, wo man sagen muss, es ist nicht alles vorbei, das ist es nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal, denn ich habe festgestellt, in den letzten 4 bis 6 oder 8 Wochen war es doch eine massive Ermüdung, und das hat sich doch auch deutlich auf die Psyche von vielen Menschen ausgewirkt. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass die Entwicklung gut weitergeht und dass wir dann schnell wieder so leben. Es wird nicht so sein wie vorher, aber so leben mit vielen Kontakten und mit keiner Angst vor Fremden.
dass es deutlich mehr Lebensqualität hat. Der Mensch ist ein Kommunikationswesen. Das finde ich ist auch nochmal deutlich geworden in der Zeit, in der Kontakt und Kommunikation so eingeschränkt war. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt.